Ja, hallo meine lieben Truckaholiker. Ich begrüße euch hier zu Teil 52 bei Truckaholic Germany, die Fernfahrer-Doku. Und Teil 52 ist der Begriff dafür, dass wir hier bei YouTube keine Drehbücher haben und auch nichts wirklich geplant ist, was wir so machen. Also zumindest bei uns LKW-YouTuber nicht. Wir machen die Kamera an und quatschen drauf los und erklären euch, was die Woche passiert ist. Ja, ich habe auch lange überlegt, ob ich das hier drehen soll und euch das erzählen soll, aber ihr sollt ja auch sehen, dass nicht immer alles ganz gerade läuft in unserem Job hier, weil es gibt viele Fernsehsendungen, sagen wir mal, ich will das jetzt nicht unbedingt nennen, die diesen Job so schön schreiben. Da geht nie was schief, da funktioniert immer alles, da stehen sie vielleicht mal im Stau oder so oder müssen an der Fähre warten. Hier ist richtig was schief gelaufen heute, natürlich auf dem Montag. Wann auch sonst, ne? Auf dem Montag muss sowas passieren. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit. Ich muss ein bisschen ausholen. Folgendes ist passiert. Ich habe ja am Freitag meine Zugmaschine mit nach Hause genommen. Und dann habe ich meine Papiere mitgenommen. Auf meinen Papieren steht 567 plus KBW. Dazu muss ich sagen, unsere LKWs sind nach Kennzeichenzahlen geordnet. Meiner ist der 567, die Beische Zugmaschine ist die 110, weil der DOSG 110 hat. Dann haben wir den 55er, 8765 und wie sie alle heißen. Und unsere Auflieger haben spezielle Namen, damit man auch weiß, wenn der Disponent sagt, ladet den und den Auflieger für den und den Fahrer. So, jetzt haben wir 6, 7 Auflieger. Darunter ist zum Beispiel KBK, das bedeutet Klappbühne Koffer, das ist ein Koffersattel, ne? Das ist der, womit ich schon 2, 3 Mal unterwegs war. Dann haben wir KBB, das ist Klappbühne Beige und KBW. Also die zu verwechseln, das ist, wäre ja vielleicht noch so, aber naja. Jetzt ist es so, mein Disponent hat den Verladern gesagt, sie sollten für mich den KBW, also meinen Auflieger vorladen. Mein Auflieger ist der KBW für diese Tour, die ich euch gerade genannt habe. Jetzt weiß mein Disponent nicht mehr so ganz genau, ob er wirklich KBW oder Weiß gesagt hat. Und die Verlader wissen auch nicht mehr so ganz genau, was er gesagt hat. Und ich hätte heute Morgen auch einfach mal in diesen Auflieger gucken können, dann wäre das alles nicht passiert. Ich bin heute Morgen um 1:30 zur Firma gefahren, habe den KBW aufgesattelt, habe meine Abfahrtskontrolle gemacht, bin einmal um den LKW drumherum gegangen und habe gesehen, dass das Gefahrgutschild auf war. Und ich wusste, dass Nils den Auflieger geladen hat. Also Nils kann man blind vertrauen, wenn er den Auflieger lädt. Da ist immer alles bombenfest. Da steht alles so, wie es stehen soll, auch in Reihenfolge und so. Darauf habe ich mich heute Morgen verlassen. Ich habe den Auflieger aufgesattelt und bin in Richtung Serkendorf gefahren. Serkendorf sind 480 Kilometer von uns vom Platz aus. Und 50 Kilometer vor Serkendorf ruft Nils mich an. Ganz leise und verschwitzt sagt er zu mir, Sascha, sag mal, wo bist denn du? Ja, kurz vor Serkendorf, erste Kunde gleich. Liegt gut in der Zeit. Ja, in der Zeit liegt es vielleicht gut. Aber vielleicht hältst du mal einen Parkplatz an und guckst mal in deinen Auflieger. Wieso? Du hast den falschen Auflieger mit. Hier auf dem Platz steht der weiße Auflieger und da ist deine Tour drauf. Eieieiei. Ich sag, wissen die das vorne schon, der Disponent schon? Nee, ich bin jetzt gerade auf dem Weg dahin, ihm das zu erzählen. Ja, jetzt kann man da keinem die Schuld vergeben. Wir sind alle gleichmäßig schuld. Es kann sein, dass der Disponent sich vertan hat mit dem, was er gesagt hat und aufgeschrieben hat. Auf der Liste stand es so, wie ich jetzt unterwegs bin. Es kann sein, dass die Verlader das falsch verstanden haben und ich, Trottel, hätte heute Morgen einfach mal die Türen aufmachen müssen von dem Auflieger und dann hätte ich gesehen, dass hier ganz andere Ware drauf ist. Naja, nichtsdestotrotz, man kann es halt nicht ändern. Jetzt haben wir das so geregelt, ich bin wieder auf dem Rückweg, allerdings nicht bis nach Dortmund, ich fahre nur bis kurz vor Kassel, bis Guxhagen und da kommt der Christian mir entgegen mit dem richtigen Auflieger. Christian nimmt dann den Auflieger wieder mit zurück nach Dortmund und ich kann dann von Kassel aus noch mal eine Stunde runterfahren. Dann habe ich aber auch meine 10er Lenkzeit voll. Ich denke mal, ich komme bis Fulda oder so. Naja. Dann müssen wir die ganze Grütze halt morgen fahren. Das ist alles nicht schön für mein Chef, ne? Das muss man dazu sagen. Das ist auch alles nicht witzig, weil das kostet unnötig Diesel, unnötig Arbeitszeit. Wir werden dafür ja alle bezahlt, dass wir hier durch die Gegend fahren. Ne? Nur, wenn ich durch die Gegend fahre und nichts geschafft kriege, dann habe ich kein Geld verdient.
Naja, jetzt müssen wir alle mal in den sauren Apfel beißen, sind alle ein bisschen betrübt und so, dass das so passiert ist. Aber da sieht man mal, dass auch Fehler passieren können. Und Fehler sind dazu da, um gemacht zu werden, sagt man ja immer so schön. Ne? Auch wenn es nicht schön ist, aber nun ist es halt passiert. Ich versuche mal mein Bestes, da wieder so ein bisschen Zeit rauszukriegen, damit ich morgen vielleicht auch in Köditz, wie auch immer das heißt, ankomme und dann über Nacht zurückfahren kann, damit ich Mittwochmorgen wieder auf dem Platz stehe. Dann ist wenigstens so ein bisschen was gerettet. Ich hoffe, Christian ist gleich da, der kommt nicht in irgendeinen Stau und ich hoffe, ich komme nicht in irgendeinen Stau, damit das alles gut läuft. Aber ich habe jetzt nur 30 Kilometer, es dürfte eigentlich gut gehen. Ich melde mich gleich nochmal wieder. Bis gleich. Bye, bye. So, Ankunft Guxhagen. Christian ist auch schon da, ich habe ihn schon gesehen. Wir sehen ihn auch gleich. Wenn hier ein Kollege vor mir mal durch die Schranke fährt. 15 Minuten kostenfrei, was aber eilen. Premium Park, jawohl, ja. Ja, da ist er, der Christian. Moment, wir sehen gleich. Schon tüchtig am Absatteln. Minuten kostenfrei, da müssten wir eigentlich ratzfatz wieder raus sein hier. Mein Kabel müsste auch noch in dem LKW drin liegen für meine GoPro. Wenn nicht, dann sieht es ziemlich schlecht aus. Dann kann ich meine GoPro diese Woche nicht benutzen. Weil zumindest heute nicht. Naja, wir sagen mal eben schnell um. Ich melde mich gleich wieder. Ja, eigentlich müsste an dieser Stelle jetzt kommen, neuer Tag, neues Glück. Nur mit Glück ist mir nicht viel geholfen. So ein kleines Wunder wäre geil. Aber man kann ja nicht alles haben. Obwohl, ich will mich ja nicht über den heutigen Tag beschweren. Bis jetzt läuft alles ganz glatt. Ich bin heute Morgen in Serkendorf gewesen. Habe da den Reifen wieder hingebracht, den ich letzte Woche da abgeholt habe. Das war da, wo diese engen Gassen in diesen Dörfchen waren. Da war ich ja jetzt gerade in Nürnberg, das hat man gerade gesehen und jetzt bin ich schon auf dem Weg nach Schwandorf. Der kriegt heute die große Ladung, also 6 IBCs und 12 Big Packs. Da würde er sich wieder freuen, wenn ich immer sage Big Packs, dann ist seine Laune sofort in meinem Keller. Das liegt aber daran, weil er keinen Platz mehr dafür hat. Der hat zu viele Big Packs da, aber die Chefetage bestellt und bestellt. Ne? Ja, und wenn das hier alles ganz gut läuft und ich keinen Stau habe, biegen Sie rechts ab Richtung Vilshofen. Dürfte ich so gegen 15 Uhr in Köditz ankommen. Na, unter normalen Umständen wäre ich da heute Morgen um 8 gewesen, aber nach dem gestrigen Tag ist ja nichts mehr mit normalen Umständen. Deswegen wäre das Wunder nicht schlecht gewesen. Aber so wie es aussieht, funktioniert das ja alles. Da in Köditz bin ich dann leer. Dann schaue ich mal, was ich so einen Abholer kriege. Und ich könnte es dann sogar noch schaffen, eine Stunde in Richtung Heimat zu fahren. Ja, wenn es normal gelaufen wäre, hätte ich sogar vielleicht noch geschafft, heute nach Hause zu kommen. Aber normal ist ja anders. Obwohl, der gestrige Tag ist noch ganz gut ausgegangen. Ich bin ja nach dem Aufliegerwechsel mit Christian noch eine Stunde Richtung Fulda runtergefahren. Bin dann Eichenzell auf den Autohof gefahren, der eigentlich etwas teuer war, also 14 Euro für 16 Stunden. Aber naja, ich habe ja einen 10 Euro Verzehrgutschein gekriegt, da geht das schon. Die
müssen ja auch ein bisschen Geld verdienen, die halten den Platz sauber und bewachen den und so. Und dann irgendwo müssen sie ja Geld verdienen. Ne? Und wenn es an uns ist. Ja, und als ich da so stand, schrieb der Ingo mir, Ingo ist einer meiner Abonnenten, schon einer der Abonnenten der ersten Stunde und mittlerweile auch ein guter Freund von mir geworden, weil er war mit uns ja in Petershagen da auf den Treffen, also da haben wir den persönlich kennengelernt. Ich habe den vorher schon mal einmal in Rade getroffen, ganz kurz auf dem Händedruck, hallo, wie geht's, ich bin hier Ingo, so und so. Und in Petershagen, also das ist schon ein Top-Kerl, muss ich sagen. Der hat hier mal ein Foto von ihm. Er ist jetzt nicht so glücklich, man sieht, dass er mich gerade geweckt hat. Aber es ist ein Foto. Der hatte immer einen Spruch auf den Lippen, immer einen Witz zu erzählen. Der hat die ganzen drei Tage, an denen er da war, durchgehend Witze erzählt. Also ich habe den auch bis jetzt so eine gute Laune erlebt, egal wann. Ne? Obwohl es ihm gestern nicht so ganz so gut ging, ihm ging es ein bisschen dreckig, aber er hatte trotzdem gute Laune. Und meinte dann, er wollte eigentlich nur am Kaffee vorbeikommen. Er meinte aber dann auch, er hätte auch keine Lust mehr weiter zu fahren, er bleibt auch da stehen. Also haben wir gemeinsam Feierabend gemacht. Wir sind dann da reingegangen, zusammen was essen, haben uns ein Bierchen getrunken und dann haben wir noch ein bisschen vorm LKW gesessen und geklönt. Was ja heutzutage nicht mehr so oft der Fall ist. Heutzutage sitzen sie ja alle einzeln am Vierertisch oder sitzen alleine in ihrer LKW-Kabine und da spricht keiner mehr mit keinem. Deswegen war das schon eine willkommene Abwechslung. Ja, ich komme jetzt gerade bei Horsch an. Ich guck mal, das müsste hier eigentlich fix gehen, aber ich glaube, ich komme genau in der Pause an. Ich meine, die haben von 12 bis 12.30 Uhr Mittagspause. Wir haben jetzt 12.10 Uhr. Aber das ist nicht so schlimm. Bis die Pause um ist, habe ich einen LKW auf, die ganzen Gurte ab. Und dann kann das losgehen. Ja, dann wie gesagt nach Köditz und dann würde ich mich nachher nochmal wieder melden. Bis dahin, bye bye. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Mittwochmorgen. Und ich bin auf dem Weg zu einem sehr undankbaren Abholauftrag. Und zwar, ich bin ja gestern noch leer geworden. Ich habe gar nichts drauf, außer einen Hubwagen. Ich war gestern um, ich weiß gar nicht, Viertel vor fünf oder so, war ich fertig. Und habe da Feierabend gemacht. Und da hat mein Chef dann so ein bisschen gesucht, ob er einen Abholer für mich findet, damit ich nicht leer zum Platz fahren muss. Aber den hat er gefunden. Ich bin jetzt hier gleich in Reichenbach und zwar beim Metro-Logistikzentrum. Das ist schon das erste nicht so gute. Und das überhaupt nicht so gute daran ist, ich muss da 990 leere Düsseldorfer Paletten abholen. Düsseldorfer Paletten sind so kleine blaue Halbpaletten. Also so eine Palette 40 mal 80, nein, 80 mal 60, so. Das heißt, wenn ich die zu 15 Stück übereinander stapel, kriege ich da 990 Stück genau von drauf, dann ist die Karre voll bis hinten hin. Das wäre ja alles nicht so problematisch, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass ich die selber verladen darf. Und auf dem Abholauftrag steht drauf, dass ich die zählen muss und die kaputten, also die nicht mehr brauchbar sind, abschreiben muss. Jetzt steht auf dem Zettel natürlich auch drauf, dass wenn die damit nicht einverstanden sind, dass ich mich da direkt zurückmelden soll und dass nicht abgeschriebene Paletten mit dem Frachtpreis verrechnet werden. Das kann ja was geben. Da bin ich ja mal gespannt. Es ist so, dass Bernsestraße. Es ist so, dass ich jetzt da erstmal rein muss. Ich konnte gestern, also er wollte mir gestern die Papiere faxen, den Abholschein, das ging nicht. Irgendwie hat an der Tankstelle das Faxgerät nicht funktioniert, an der ich war. Jetzt komme ich da erstmal ohne Papiere an. Und dann, Moment, erstmal gucken, wo er hin will hier. Kommt noch die Sache mit der Abschreiberei. Ich meine, wenn ich selber laden muss, das ist zwar nicht schön, aber dann sehe ich die Paletten selber. Und wenn die mir die verladen, dann ist es so, dass ich aufpassen muss wie so ein Luchs, damit die mir keine kaputten Paletten verladen. Ich bin ja begeistert. Es ist so Großlager, ne, ob das Lidl, Aldi oder Metro oder wie die auch alle heißen ist. Da läuft das nicht immer alles ganz fair ab. Also das ist nach 400 Metern biegen Sie rechts ab. Holzlandstraße, dann Ankunft. Ziel auf der linken Seite. Ja, da wird man gerne behandelt wie der letzte Mensch als Fahrer.
Mal schauen, ob ich meine Paletten aufkriege. Hier sieht Sie rechts gar nichts nach Metro aus. Ziel auf der linken Seite. Aber Adresse stimmt, Gewerbegebiet stimmt. Da wollen wir doch mal gucken. Ziel auf der linken Seite. Aha, die große weiße Dinger hier. Ist Metro nicht blau eigentlich? Nach 100 Metern Ankunft. Ziel auf der linken Seite. Aber ich bin hier wichtig. Metro Logistics. Ankunft. Holzlandstraße 1. Ziel auf der linken Seite. So, da wollen wir uns mal hier irgendwo einreihen und mal fragen. Ob ich denn hier rankam. Mein Chef sagt, ich kann ab 6 Uhr hier sein. Aber so wie es aussieht, ist das Ding hier noch nicht besetzt. Anmeldung geradeaus. Aha. Na, hier sind noch die Parkplätze. Wunderbar. Was will man mehr? Dann parken wir mal erst. Läuft hier wieder über so einen Security-Dienst und so. Bin ich ja mal gespannt. So, dann lassen wir uns mal überraschen. Ich melde mich gleich mal wieder. Ja, Leute, Paletten sind geladen. Das ging eigentlich recht gut. Ich bin auch schon auf dem halben Weg zurück. Ich bin ja jetzt hier kurz vor Kassel. Muss aber Pause machen jetzt, meine Dreiviertelstunde. Der Gesetzgeber hätte das gerne so. Ich wäre natürlich gerne durchgefahren, aber da kann man nicht viel machen. Aber das ist doch mal die beste Gelegenheit, meinen Bildungsauftrag für diesen Kanal zu erfüllen. Weil YouTube ist ja auch Bildungsfernsehen. Zumindest bilden sich das manche ein. Ich habe ja vorhin von Düsseldorfer Paletten gesprochen. Die Fahrer unter euch dürften wissen, was das ist. Aber die Nichtfahrer wissen das nicht unbedingt. Moment, oh, falsche Richtung. Ja, das sind, ja, ein bisschen höher. Ja, das sind diese besagten Düsseldorfer Paletten. Moment, ich drehe mich mal um, dann seht ihr das besser. So erkennt man das besser. Das sind besagte Düsseldorfer Paletten. Also für mich eine der blödesten Erfindungen, die es gibt im Transportgewerbe. Und ja, sind sehr, sehr gerne, werden die von Einzelhandelsketten oder auch Discountern benutzt. Warum auch immer. Also die haben Maß von 80 x 60, also halbes Europalettenmaß. Und das sind Tauschpaletten. So schrottig die auch aussehen, das sind Tauschpaletten. Ja, wurden irgendwann mal in den 80er Jahren erfunden oder auf den Markt gebracht. Erfinden kann man da ja nicht viel. Und was an diesen Paletten kacke ist hier, diese Metallstege hier, das ist alles immer verbeult. Dann sehen die aus, als ob die schon 20 Jahre alt wären, also noch aus der 80er Jahre kommen. Und ja, was natürlich richtig ätzend ist, ist die zu verladen. Das sind ja immer hier so Doppelstapel. Die haben sie dann natürlich schlauerweise auch mit so einem Band hier festgemacht, damit man die auch nicht mehr rücken kann. Die sind schief und krumm und schief. Da muss man erstmal versuchen, drei so Stapel nebeneinander zu kriegen. Da kann man schon mal die eine oder andere Wutattacke kriegen. Habe ich vorhin auch gehabt, weil, wie gesagt, das sind zwei Reihen hintereinander. Und dann steht die hintere Reihe so ein bisschen schief, die vordere Reihe ein bisschen schief. Unten, die stehen nicht genau übereinander. Und dann, man bleibt da fünfmal hängen und grausam, grausam. Ja, die werden hauptsächlich, wie gesagt, im Einzelhandel benutzt. Meistens ist da Shampoo drauf oder Sprudel drauf, hier diese Einwegsprudelflaschen.
Das ist dann natürlich auch sehr toll. Die sind nicht gerade sehr, sehr stabil. Man sieht das ja hier, das ist ja alles so Balsaholzmäßig, ne? Und dann hier das mit diesen Stegen, wenn da richtig Last drauf ist, dann ist das aufgrund der kleinen Auflagefläche, sie sind ja wie gesagt nur 60 lang, dann schon alles sehr kippelig. Es gibt aber noch eine Steigerung davon, und zwar sind das diese Viertel-Schepp-Paletten aus Plastik. Wenn ich ein Bild finde, blende ich euch das mal da oben ein. Die werden ganz gerne kopflastig beladen. Wir sind da früher viel mitgefahren, wir sind für Ferrero gefahren. Und da haben wir dann hier so Schokoriegel und so einen Kram gefahren, unter anderem auch Nutella. Und diese Nutella-Viertelchips, die werden immer ganz gerne kopflastig beladen. Da ist unten dann so ein kleiner Karton, so, wo diese Werbung von Nutella drauf ist, und oben drauf sind die Gläser, habt ihr bestimmt im Laden schon mal gesehen. Und wenn man die mit dem Hubwagen über so eine Laderampe fahren muss und da kommt nur der kleinste Stein, dann stürzt dieser Nutella-Chip auch mal ganz gerne ein. Solange der im Laden steht, ist immer alles so gut, aber wenn man den bewegen muss, ich weiß nicht, warum man sowas erfinden muss. Naja, es ist aber alles tauschfähig. Ne? Jetzt komme ich da gleich in Bad Sassendorf an. Ich habe 26 von den Paletten kaputtgeschrieben, weil die meiner Meinung nach nicht mehr in Ordnung waren. Natürlich scheiden sich bei sowas die Geister, was tauschfähig ist und was nicht tauschfähig ist. Ich gucke mal, wie viel die abschreiben, und dann schauen wir mal. Ich habe auch keine 990 drauf gekriegt, sondern nur 960, weil der letzte Stapel ging einfach nicht rein. Mein Hubwagen musste auch noch mit und so. Wo soll ich es hin tun? Hinten in meinem Bett? Das ging halt nicht. Ja, dann werde ich jetzt mal zusehen, dass ich nach Bad Sassendorf komme, die Paletten auch wieder runterkriege. Ich hoffe, das machen die selber hier mit so einem Schnellläufer oder mit einem Stapler oder wie auch immer an der Rampe, weil das Beladen, das hat mir schon den letzten Nerv geraubt. Und die jetzt alle wieder abladen, ne? Wenn man die so auseinanderziehen müsste, sind die jetzt schön ineinander verschachtelt. Durch die Fahrerei sind sie dann noch so ein bisschen ineinander geschoben. Das wird ein Spaß. Nun gut, ich bringe die erstmal weg und dann fahren wir mal zum Platz und dann gucken wir mal, wo es morgen noch hingehen. Morgen ist Donnerstag. Ich denke mal, es wird noch eine kleine Ferntour geben oder wieder zwei Tage Nahverkehr. Aber das wird sich alles gleich rausstellen. Ich würde sagen, bis später. Ja, und da ist er schon, der Donnerstag. Und ich habe eine zweite kleine Ferntour gekriegt. Obwohl, klein ist relativ. Mein erster Kunde ist in Nürnberg. Danach geht es nach Schwandorf, zweite Mal für diese Woche. Und nach Pfreimd muss ich noch, aber den werde ich heute nicht mehr schaffen. Ihr habt ja gerade gesehen bei dem Fahrvideo, hier ist ja mal wieder die Hölle los. Ich habe natürlich fälschlicherweise die 45 und die A3 genommen. Ich bin in den letzten Wochen immer A44 und A7 gefahren. Da sind zwar die Kasseler Berge, aber das ist wesentlich entspannter als diese Staukacke hier. Ah, schlimm heute wieder. Ja, so ist das halt. Diese Woche ist nicht meine Woche. Erst das mit dem Auflieger, jetzt das mit den Staus hier. Es kann ja jetzt wirklich nur noch besser werden. Hoffen wir doch. Obwohl, ich bin jetzt natürlich durch die Staus ein bisschen im Zeitdruck. Dadurch, dass dieser Patzer mit dem Auflieger am Montag passiert ist, hat ja Horsch erst am Dienstag seine Ware gekriegt. Und da die im Moment so viel produzieren, brauchen die Ware immer schnell. Ja, und jetzt habe ich einen Fixtermin für heute natürlich. Ne? Ich muss auf jeden Fall heute noch bei Horsch ankommen. Das wäre ja ohne Staus auch alles überhaupt gar kein Problem gewesen. Dann wäre ich nämlich so gegen 11, halb 12 in Nürnberg gewesen. Jetzt bin ich natürlich erst um 12:45 in Nürnberg. Aber die kriegen von mir 4 gefüllte Reifen, das müsste eigentlich ratzfatz gehen. Sowas geht eigentlich immer schnell. Wenn da jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, betriebsfest ist oder Pause oder was auch immer, was da gerade passieren kann. Ja, da müsste ich so gegen 3 Uhr in Schwandorf eintrudeln. Dann wäre ja noch alles gut. Wir gucken mal, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, und dann sehen wir uns später wieder. Bis später.
Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zur Kochstunde mit Sascha. Heute gibt's Treckerküche. nein, keine Sorge. Ich war nur einkaufen und mache heute auch Selbstverpflegung. Und zwar gibt's heute Wurstsalat und Weißwürstchen. Das ist eindeutig ein Zeichen, dass ich zu viel unten in Bayern bin. Aber ich brauchte mal was Vernünftiges. Ich habe mich die ganze Woche daran gehalten, Salat zu essen und Obst und so. Also ich habe wirklich leicht gegessen. Aber heute muss es mal was Schwereres sein. Ja, ich bin fertig geworden für heute. Das hätte ich nicht gedacht, weil eigentlich war klar, dass Primed habe ich gerimed, erst morgen klappt. Aber der hatte bis 6 Uhr auf. Ich habe da angerufen vorhin, er sagte, oh, bis 18 Uhr sind wir da, kannst du kommen. Also bin ich um 10 vor 5 noch dahin gefahren und habe seine beiden Raupenbänder gebracht. So kann ich nämlich morgen früh schön früh hier losfahren in Richtung Heimat. Ich habe jetzt noch 517 Kilometer oder so bis zum Platz. Schiff meint hier unten ist nichts mehr. Ich sollte mich mal so gegen 9 Uhr so in Höhe Kassel melden. Und dann guckt er mal, ob er dann noch was hat. Und wenn er da nichts hat, dann soll ich nach Hause kommen. Das wäre nicht schlecht. Dann wäre ich mal Freitag schön früh am Platz und eventuell auch schön früh zu Hause. Aber ich muss ja wenigstens so lange bleiben, bis ich weiß, was ich fahren muss. Obwohl, das erfahre ich auch am Telefon. Ne? Übrigens Telefon. Ich warte schon den ganzen Tag sehnsüchtig auf eine SMS. Habe ich gestern schon den ganzen Abend drauf gewartet und heute den ganzen Tag drauf gewartet. Und zwar habe ich meinen Telefonvertrag, also meinen Handyvertrag geändert. Weil ich ja immer so ein miserables Netz habe und so und das mit diesem Datenvolumen, das ist immer ratzfatz aufgebraucht und diese Prepaid-Geschichte ist auch viel zu teuer. Es gibt, so wie es aussieht, also nicht so wie es aussieht, es gibt, ich muss ja mal der Essen machen, sonst verhungere ich gleich. Es gibt hier diese unendliche Datenflit, das heißt, ich kann jetzt immer online sein, immer mit LTE. Das bedeutet, dass es in Zukunft eventuell alle 14 Tage mal so einen Livestream gibt. Oder wenn ich Lust habe, auch öfter. Aber ich habe mir vorgenommen, alle 14 Tage mal so mitten in der Woche einen Livestream zu machen abends. So können wir mal direkt miteinander reden. Dann könnt ihr mich direkt mal anschreiben und so. Da hätte ich schon Bock drauf. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, ich sage euch doch Bescheid, wann und wie das abläuft. Und dann können wir uns mal von jetzt auf jetzt unterhalten. Und nicht immer eine Woche versetzt. Ja. Ich habe Kohldampf jetzt, ich muss mir was zu essen machen und dann mal duschen gehen. Vielleicht sehen wir uns gleich nochmal wieder, ansonsten morgen auf der Rückreise. Ich sage bis später. Was brauchst du mit dem? 23 Liter, 22. Voll ausgeladen? Ja. Ja, außer Kasseler Berge, so ein bisschen mehr, aber sonst so gerade Strecke so 22, 23 Liter. Das sieht nicht aus. Ja, es ist, weil diese Keilform hat, weißt du, da halt wirklich halt, aber Spaß hat wieder Platz, ne? Ich habe 27 Liter so mit Drehung. 27, 6 Liter im Durchschnitt. Was hast du für eine Maschine? 42. Das sind 43 Liter. Ja. Aber das ist hier dieser Ecotech, der hat hier diesen ganzen Krimskrams-Film hier. Die ganzen Assistenten und so hat er hier drin, ne? Ja, das habe ich ja auch. Ja, und deswegen soll er noch mehr Sprit sparen. Den ich vorher hatte, der hatte das gar BBC, nichts. Das ist BBC, ne? Das bergauf und runter, ja, ja, ne? Und ja, das habe ich auch. Der ist schon, also nicht schlecht. Wenn ich daran gewöhnt dass wir haben noch einen Älteren, der hat das alles nicht. Und ich letzte Woche mitgefahren, weil er in der Werkstatt war. Das ist schlimm, wenn der Abstandsradar fehlt. Ja, das war bei mir auch. Was ist da drauf? Ist der immer bremst oder bremst nicht? Ja, warum bremst du das denn nicht? Ja, ja.
Ja, da haben wir erstmal direkt das schöne Wetter ausgenutzt und sind waschen gefahren. Ich hätte genügend Zeit, mein Auflieger war leer, ich brauchte euch nichts mehr abholen. Und die genügende Zeit habe ich auch vollkommen ausgenutzt. Ich war in 3 Waschanlagen. Bei der ersten sollte ich ungefähr 1 Stunde warten, das war mir da zu lang. Dann war ich Homberg-Efze, da sollte ich ungefähr 1,5 Stunden warten, haben sie gesagt, weil da noch 3 Stück vor mir waren und die nur eine Bahn offen hatten. Und was ist das denn hier? Und, boah, guck mal hier, hängt runter. Sieht man das? Ja. Kaputt? Muss ich erstmal dem Mikro Bescheid sagen. Ja, und dann bin ich weitergefahren bis zum Lohfelder Rüssel, da musste ich so oder so Pause machen. Meine 45er, und aus dieser 45 Minuten Pause wurden dann 3 Stunden, weil auf die glorreiche Idee, bei dem schönen Wetter zu waschen, kamen da wohl mehrere. Vor allem morgens um 9:30. Warum haben die da alle Zeit? Warum müssen die da nicht alle fahren? Ich dachte, ich wäre alleine um die Uhrzeit, aber nein, war ich nicht. Ich hätte circa, ich glaube, 8 LKWs standen da vor mir. Aber wie gesagt, ich hätte ja ein bisschen Zeit. Mein Auflieger war vorgeladen, KBW. Diesmal habe ich auch den richtigen. Ich habe hinten reingeguckt. Nochmal passiert mir das nicht. Und jetzt bin ich hier am Platz angekommen. Ich räume gerade aus hier, meine letzten Sachen ins Auto. Und dann geht es auch schon nach Hause. Meine Tour für nächste Woche habe ich auch schon. Hier liegt noch ein Telefon, seht ihr? Hälfte vergessen. Ja, da ist die Tour für nächste Woche. Ich lege einen LKW. Wenn ich ins Auto lege und so, dann versuche ich nachher wieder. Das ist alles kacke. Meine Tour für nächste Woche. Aber die erkläre ich euch erst nächste Woche. Jetzt noch nicht, mache ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber. Ich weiß nur, dass ich nach Kehl muss, da muss ich anfangen. Also weiß ich, wann ich los muss. Das ist alles, was zählt. Ja, Sachen sind gepackt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber ich denke nicht. Mein Schlüssel noch? Ist mein LKW-Schlüssel? Abschließen, dass mich keiner beraubt. Na, hält nicht. Ja, wie gesagt, ich habe Feierabend, ich fahre jetzt zu Hause ins Wochenende. Meine Liebste wartet auf mich, die freut sich auf mich. Ich freue mich auch auf sie, weil wir haben uns die Woche wirklich nicht viel gesehen. Ich war am Mittwoch zwar zu Hause, aber nur so ein paar Stunden. Was haben wir uns gesehen? 3 oder 4 Stunden. Und dieses Wochenende haben wir kinderfrei, das können wir so ein bisschen ausnutzen. Haben wir ein bisschen Zeit für uns. Und das werden wir dann auch tun. Ja, das heißt, die Sendung ist jetzt, der Teil ist jetzt hier zu Ende, Sendung. Der Teil ist jetzt hier zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und abonnieren und kommentieren natürlich nicht vergessen. Ne? Wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei Truckaholic Germany. Die Fernfahrer-Doku. Und immer schön Truckaholic bleiben. Bye. Bye.